auf dem Platz, steht sie auf dem Platz. Und sie hat eine wahnsinnig professionelle Einstellung und das kommt von ihr. Sie hat eine Aura, die sie umgibt auf eine Art. Dann ist es wunderkind. Ich glaube, nicht nur, es gehört alles dazu. Also ich glaube, das Umfeld macht da sehr viel gute Sachen. Wir sind so gehört und so, das spürt man auch. Das ist nicht nur das Dennis selber und Martina, das ist schon durchgedacht. Das Dennis ist mir ein völlig spanisches Dorf. Wie gehen ihr weg, mehr raus? Ich habe Martina selber gesehen in Parisi, also in Winden gesehen. Und man muss dort sagen, es ist einfach als 13, bald 14-jähriges Mädchen einfach den anderen überlegen. Das Geld, also wenn sie es überkommt. Wobei für einen 14-Jährigen ist es sicher ein riesen Betrag. Und ob sie da schon weiss, damit umzugehen. Also ist auch wieder, es kommt aufs Kind und auf die Eltern drauf an. Wenn das Geld gezahlt wird von Sponsoren, wie auch immer, die müssen entscheiden, wo sie ihre Gelder hin tun. Und wenn sie in junge Talente stecken und denken, dass das Beste ist, ihr Produkt zu vermarkten, bitte schön. Also ich finde das auch gut, wenn jemand das so kann und so will machen. Also, das muss man sehr früh schon in den Weg leiten, oder? Wenn man sieht, dass die Neuner ein bisschen gut sind, dann würde ich auf jeden Fall machen. And you may be a future star, who knows? Who knows? Teil verdienen sie mit Schaffen, Teil verdienen sie mit Umstehen. Wenn sie nicht da wäre, wäre es von ihr vielleicht gleich gut, aber die Medien wären nicht so interessiert. Sie ist sehr gut und ich bin der Match eigentlich nicht gespannt, weil sie sowieso gewinnt. Zum Mensch. Das verspielt das Mädchen. Sehr verspielt. Ja. Nach dem US Open ist eigentlich, wenn es gut geht, das letzte Turnier und dann möchte ich schon bei den Grossen anfangen. Ja, sollen sie, wenn sie verdienen, sollen sie auch verdienen. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass nächstes Jahr Zuschauer in gleichen Massen werden hierher strömen, dass wir vielleicht besseres Wetter haben und dass wir gleich attraktives Tennis sehen wie jetzt. Zum Spitzensport selber mache ich ein bisschen Fragezeichen, ob das wenn man den Jugendlichen nicht auch einen Teil von seiner Jugendzeit wegnimmt. Bei allem Schönen und Grossartigen, was es bringt.